So, wir starten mit der Startaufstellung in der U13. Und da darf ich die Musik wieder bitten, etwas herunterzudrehen, damit wir das herunter besser hören. Damit die Namen auch wirklich richtig aufgerufen werden. Wir haben jetzt in der U13 39 Burschen, 6 Mädchen am Start. Eine riesige Anzahl hier und einen großen Fanclub. Startaufstellung haben wir geschafft und es sind noch gute 3 Minuten bis zum Start. Erste Reihe, da sind sie schon aufgeregt. Louis, Janis, Liam, Anton, Jakob, Finn. Erste Reihe hier bei den Burschen. In 3 Minuten geht's los. Gut reichen bei den Burschen und den Mädchen. Bei den Mädchen auf der Startlinie. Leina Pfeffer, Laura Marie D., Maria Fuhrmann, Anna Ritzer, Nina Schick und Linda Hoffmann. Hier gibt es jetzt 4 Runden zu fahren. Das sind gute 3,5 Kilometer. Und etwas mehr als 120 Höhenmeter insgesamt, die zu bewältigen sind. Die letzten 2 Minuten, das wollen wir mal hören. U13, wie geht's euch denn? Freut sich aufs Rennen? Ja, ja, bei uns aus könnten wir starten. 2 Minuten müssen wir noch warten, bis das Startsignal ertönt. Alle aufgestellt. Noch 30 Sekunden bis zum Start. Heuber, Hände wieder aus den Hosen tauschen. Wir machen uns bereit für die nächste Welle hier in Heuber 2022.
momentan an der Spitze vor Jakob Knapp. Das sind die ersten beiden, die hier ganz vorne am Start sind. Es ist so schön. Die Freude in den Kinderaugen, die Nervosität in den Elternaugen. Ja. So viel Adrenalin, das hier vergossen wird. Also 5 Runden insgesamt heißt für die U13. Mama steht auf drüben, extra gemacht. Dann bleibst du mal hier stehen, ja? Thank you.
Pauli Fries überholt, der jetzt auf zweiter Position unterwegs ist. Und Bucher auf Platz Nummer 3. Ja, von jetzt auf heute, der gibt da keinen Meter ab. Und ist jetzt, ja, sind wenige Sekunden, nur das sind 10 Sekunden. Der Rückstand hat der drittplatzierte Emil Bucher auf den führenden Jakob Glad vom Lexwerk HTC. Und da ist er schon, sein Kollege vom SV Reuter, Adam Pohl, immer noch auf den Fersen. Aber sie haben nicht so viel versprochen. Das ist ein unfassbar spannendes Rennen, und was für ein Tempo die fahren. Es haben die immer noch 3 Runden zu absolvieren und sind jetzt schon voll aus auf dem Limit. Matthias, die 5 Verpflege ist noch unterwegs, die nächste Runde. Jakob Klar, voll in den Ring, wie immer, gut drauf. Dann mit etwas Abstand, 20 Sekunden dahinter. Anton Pohl und Martin aus, dass die Top 5 bei uns kommen, da wir die Rennen gestellt sind, jetzt eben in dieser zweiten Runde. Zwischen Jakob Glad und Colin. Besonders für Emil Bucher. 9 Sekunden fehlen auf den Silberrang. Auch Colin Fries. Mal schauen, da kann sie ja noch einiges tun. 2 Runden haben sie noch zu fahren. Das sind noch etwas mehr als 1,6 Kilometer, die sie da verschwunden haben. Also sind wir gespannt. Es bleibt ganz spannend. Vorne, Anton Pohl sind auch durch. Nochmal 16 Sekunden hinter dem Bucher. Also sehr, sehr spannend bis zum Schluss. Ja, drei junge Herren vom SV Reutern auf den Plätzen 3, 4, 5, dann auf 7 und 8 noch mit Vinz, Luca, Wegner und Noah Fast, ebenfalls zwei sehr, sehr schnelle Burschen. Und auf den Rängen 3, 4, 5 mit Luca, Anton Pohl und Mireno Molter mit 806, der auch einen sehr, sehr guten Eindruck hier gemacht hat, gerade bei Start und Ziel. Auch er hat noch 2 Runden zu absolvieren. Die schnellste Dame, 837, Linda Hoffmann, wird dann auch in Kürze ihre nächste Runde in die dritte zu Ende fahren. Und ich glaube, da war sie schon. Jawohl, Linda Hoffmann, jetzt schauen wir. 17 Sekunden war der Vorsprung zunächst. Nach 2 Runden auch Maria Fuhrmann mit der 34. Wo ist sie? Wo ist die Maria? Müsste gleich hier herunterspringen über die Rampe. Wir schauen. Nummer 34, na, das war sie wirklich hier. Auslassen, aber es ist ein Polster, wo ich denke. Und jetzt sehen wir uns wieder auf das Rennen der U13 Burschen mit Jakob Glatt, den jungen Mann mit der Nummer 5, der vorne fährt, während hier auf die Leiner Pfeffer mitgefahren ist, zweite Runde beendet hat. Super, und da ist er! Da ist er! Eine Runde noch jetzt für ihn hier. Die Glocke gleich kommen, letzte Runde für den Schnappen-Jährigen Jakob Glatt vom Lexler Mountainbike-Team. Wo ist die Verfolgergruppe? Die 14, die 6, die 7. Wir schauen auf die Rampe. Wer kommt als Zweiter? 14, 6 oder 7? Wer fährt hier auf Rang 2? Momentan
der Vorsprung wieder größer geworden in dieser vorletzten Runde von Jakob Klaar. Das ist spannend, da können wir schon sehen, hier kam Colin Ries und direkt dahinter aber schon, wie Bucher. Also sehr, sehr knapp, bin ich gespannt, was er noch schafft in den letzten Metern. Er ist jetzt hinter Colin Ries, genau 3 Sekunden. Also da ist noch alles möglich. Das wird eine spannende letzte Runde, 880 Meter hat er noch. Sind wir gespannt, wie das Podium aussieht. Hier kommt auch Anton Pohl durch, Platz Nummer 4 in der Zwischenwertung. Also das wird definitiv ein Duell zwischen Colin Ries und Wim Buchner auf Platz 2. Vincent Luca Degner auf Platz Nummer 6 unterwegs auf den letzte Runde. SV Reuter, sensationell stark. Platz 3, 4, 5, 6 und auch bei den Damen sehr gut unterwegs auf Platz Nummer 1 mit Linda Hofmann. Also das ist eine vereinsmäßig sehr, sehr starke Leistung. Auf den letzten Minuten hier, bevor es weitergeht. 13,5 Minuten sind wir schon unterwegs. In Kürze hier. Der Sieger, wenn nichts mehr schief, wenn alles glatt geht, soll es der Jakob sein. Dann soll es der Jakob sein mit der Startnummer 5. Ganz genau. Wir warten fast ganz gut und wir schauen dann noch einmal nach unten, denn er wird in Kürze wieder hereinschießen. Er hat den Vorsprung Runde für Runde ausgebaut. War die erste halbe Runde auf Land 3 unterwegs. Dann gleich vorgefahren und wie gesagt, viel Verkehr auf dem Grundkurs momentan. Allerdings wird ihm das wohl nicht aufhalten, da gehen die Überholmanöver locker. Der Frau Hofer sozusagen. Ja, komm klar. Links werde ich, wenn ich mich da nicht geschaut habe, ist er schon zu sehen. Eine Gruppe, wo wir 5, 6, 7 da hintereinander fahren, da sind einiges abgestiegen vorbei. Die letzte Passage wird hochgeschoben hier und dann noch einmal drauf und dann runterziehen und der 13 Sieger wird sich im Ziel und kommen. Blick hinauf, das müsste sein, jetzt die letzte Rampe. Jawohl! Linda Hoffmann und Maria Fuhrmann, die beiden schnellsten Damen in der U13. Ja, die Weber? Ja, die. Was im Laufe die Eiche? Also Stich und Anton Pohl, das heißt, wir haben die ersten 4 komplett. Jakob Glatz gewinnt, wie wir es gesagt haben. Ganz spannend. Vor Wim Buchner und genau 4 Zehntel hat er aufgeholt. Also 4,3 Sekunden war noch einmal schneller als der letzte Runde. Mit diesem Kampfgeist, ehrlich gesagt, den Kampfgeist von Wim Buchner, den habe ich an der Startlinie schon gesehen. Der wollte da vorne mitfahren und das ist ihm gelungen. Wim Buchner holt sich also. Startnummer 13, Julian Schmidt und dahinter die Siegerin. Einen Applaus, Linda Hoffmann! Linda Hoffmann vom SV Reudern holt sich den Sieg in 17 Minuten 46.
Fußball. Und vielleicht für die Burschen in den hinteren Reihen,
auch eine wichtige Durchsage, wenn Mädels ganz, ganz schnell oder so vorbeifahren wollen, aufpassen, dass ihr nicht vorbeilassen könnt. Falls euch jemand überholen möchte, einfach vorsichtig dort vorbeilassen. Wunderbar, das schaut aus, wir sind fertig mit der Aufstellung und wir haben noch 3,5 Minuten. Gang drinnen, den richtigen Fuß vorne, alles parat, wunderbar. Bisschen Zeit ist noch, wir haben noch 3 Minuten. Kies oder ne? Oh.
Seite ist da sogar mit dabei, also der Organisator, genau. Ja. Das, so, so Biken ist auch sein großes Hobby und er hilft auch beim Aufbau schon seit Wochen und so. Voll dabei. Ja, nicht gesehen habe ich ihn noch nicht. Aber. Ja, der war vor der Logo. Thank you.
das ist ja super. Dann suchen wir Felix Feldmann. Auch auf dich warten wir noch. Felix Feldmann. Bitte melden, wenn du da bist. Dann Marius Lepple und Benno Kohler. Auch auf euch warten wir noch. Toni Gärtner. Ja,
Jetzt aber da kommen. Jetzt 2, 3. Schauen wir mal, wer da ganz vorne war. Nora Brecken war ziemlich schnell, habe ich gesehen. Jule 3, glaube ich, war da auch dabei. Geschaut hat. Jule 3 ist die schnellste gewesen. Und Mona Lüsebring direkt dahinter. Jetzt ist Lena einzelne Turm. Und da
Applaus für Clara Moll.
die Blumen gut aufpasst, hat zum 8. Mai der Wunderberg auch schon ein bisschen. Ja, kann man machen. Man denkt, großartig. Danke an die Damen, alles Gute.